Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Grounded unser Spiel und heute werde ich mich grundsätzlich erstmal selber dissen. Das wieso, warum werde ich euch gleich zeigen. Und zwar eine wissenschaftliche Erklärung gibt es dazu und die blende ich euch jetzt ein. Bis dahin werde ich einfach mal meinen Mund halten und zum Analysieren gehen. Nein, nicht reinfallen. Na gut, ich lasse euch auf jeden Fall zugucken und halte dementsprechend den Mund. Okay, bis gleich. Für jedes Gramm Körpergewicht haben kleine Säugetiere mehr Haut als größere, wie zum Beispiel wir. Ein Mensch hat für jedes Gramm Körpergewicht nur ca. 0,5 Quadratzentimeter Haut. Die Etruskerspitzmaus dagegen etwa 2 Quadratzentimeter Haut pro Gramm. Kleine Tiere verlieren also mehr Wärme über ihre im Verhältnis größeren Hautflächen. Vor allem die winzigen Babys der Etruskerspitzmaus. Die neugeborenen Etruskerspitzmäuse sehen unglaublich aus, sind ganz unfassbare Kreaturen, wiegen nur 0,2 Gramm. Sind völlig durchscheinend. Man kann gar nicht glauben, dass ein Säugetier so winzig sein kann. Die Mütter kümmern sich sehr liebevoll um die. Die knäueln sich auch so zusammen, um sich gegenseitig zu wärmen und nehmen dann auch sehr schnell an Größe zu. Ein Leben in Spitzmausgröße würde uns Menschen ähnliche Probleme bescheren. Auch wenn ein Körper von 5 cm Größe funktionieren würde, hätten wir eine wahnsinnig hohe Herzfrequenz. Und das Leben wäre ein einziger Kampf gegen den Wärmeverlust. Ein gänzlich anderes Dasein. Es ginge nicht nur darum, den Wärmeverlust zu vermeiden. Nahezu alles würde sich darum drehen, die verloren gegangene Energie durch neue zu ersetzen. Kleine Tiere brauchen proportional betrachtet mehr Nahrung als große. Vor mehr als 100 Jahren hat ein Mann namens Kleiber herausgefunden, dass die Menge an Nahrung, die ein Tier benötigt, zwar mit seiner Größe ansteigt, das heißt, ein Elefant frisst mehr als eine Zwergantilope, aber proportional gesehen weniger. So frisst ein Elefant weniger als eine Gruppe von Zwergantilopen, die genauso viel wiegt wie er. Ein asiatischer Elefant wiegt etwa 5000 Kilogramm. Aber wie viel ist er? Die Tierpfleger im Zoo von Denver wissen es genau. Das ist eine Menge von 43 bis 45 Kilo täglich. Also etwa 1% seines Körpergewichts. Die Zwergantilope wiegt etwa 7 Kilogramm. Und so viel bekommt unsere Zwergantilope täglich. Ein halbes Kilo. Das sind rund 7% des Körpergewichts. Wiederholt man dies für verschiedene Tierarten, dann zeigt sich ein klares Muster: Kleibers Gesetz. Für kleinere Tiere steigt die Menge an Futter im Verhältnis zum Körpergewicht enorm. Wenn wir nun Kleibers Gesetz auf unseren 5 cm kleinen Menschen anwenden, bedeutet das, dass ein so kleiner Mensch jeden Tag so viel an Essen verdrücken müsste, wie er selbst wiegt. Und nahezu den ganzen Tag wäre er mit der Nahrungsbeschaffung und Vertilgung beschäftigt, wie die Etruskerspitzmaus. Aber was passiert, wenn wir den Menschen noch kleiner machen wollen? Wenn Sie ein Säugetier nehmen und es kleiner machen als das kleinste heute bekannte Säugetier, dann würde es aufhören, ein Säugetier zu sein, weil der Wärmeverlust so groß wäre, dass es seine Körpertemperatur nicht auf der eines Warmblüters halten könnte. Und so müsste es seine Physiologie ändern. Es müsste ein Kaltblüter werden. Juhu, 20 pure Wissenschaft. Jo, wunderbar. Marienkäfer jetzt auch noch. Ab dieser Größe müssen wir uns vom Dasein eines Säugetiers verabschieden. Und ab hier müssen wir zu Kaltblütern werden. Marienkäfer, Brustpanzer, Marienkäfer, Gesichtspanzer. Das sieht doch schon mal gut aus. Wunderbar. Und was ist mit den Beinschienen?
gleich mal gucken, würde ich sagen. Universität von Cambridge in gleich England mal wird untersucht, gucken. Wie sich die Welt von sehr kleinen Lebewesen so, von unserer okay, unterscheidet. Das haben wir schon es mal, den Gesichtspanzer. So sein, als ob die Regeln der Physik, was haben wie wir denn sie noch? Kennen, ah ja, da. Den Marienkäfer-Brustpanzer. Wenn wir Insekten, da. Die kleinsten Insekten, Marienkäfer, Schienbeinpanzer. Gut. Wie mal gucken, wie deswegen die Werte sind. Ameise, zum ja, vier oder eben sogar fünfmal, das sieht doch richtig gut aus. Verteidigung. Tragen, wenn ein Mensch, nicht schlecht. Der trainiert ist, vielleicht zwei und oder zweieinhalb wo Mal ist der Brustpanzer? Da. Schafft. Das ja. Kommt daher, weil Volumen und unser bisheriger, das heißt, den habe ich ja gerade nicht an, der liegt viel weiter unten. Das hört sich doch richtig das gut an. Das, kleine Lebewesen im Verhältnis viel das Problem stärker ist jetzt allerdings, Dr. ja, Marienkäferkopf brauchen wir, ja, außerordentlichen Kräfte ich bin mir da nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, da jetzt einen Marienkäfer anzugreifen, denn ich weiß nicht, wie viel die abkönnen, beziehungsweise ob die uns viel mehr schaden, als dass wir dann entsprechend was davon haben. Und ich habe vor, dieses Mal gar nicht zu sterben. Mal gucken, ob das klappt. Ja, ansonsten, ich hoffe, die Erklärung zu dem Trinken und Essen habt ihr soweit auch als okay empfunden. Also es ist wissenschaftlich belegt. Was soll ich machen? Es ist halt so. Also werde ich mit Freude Wasser sammeln. Den Tausammler, sagte mir der Marcel. Übrigens, danke für deinen Kommentar. Den hatte ich mal kurz vorher geguckt im Inventar, den kann ich noch nicht bauen. Das ist sehr schade. Und den Saftsammler weiß ich nicht genau, wo ich den platzieren müsste. Da oben ist die Dose. Und der Grund dafür hat damit zu tun, dass eine Ameise. Damit das auch funktioniert. Ich meine, es steht bei. Und deshalb die Kraft beim Aufprall aber eine relativ größere Fläche verteilt wird. Ja? Das ist der Grund, warum kleine Staubpartikel so eines Steins in ist der Luft weg schweben. Jo. Der Stein selbst aber es ist nicht, wirklich obwohl weg. Beide gut aus dem gleichen Material bestehen. Gut, gut, gut. Also, nochmal zurück zur Base. Wir sind interessiert daran, wie Insekten auf Oberflächen haften können. Und dann Methode, wollen wir doch mal schauen. Ist eine Zentrifuge. Nehmen eine kleine Ameise, denn da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Und außerdem schlafen müssen wir auch. Drehen, denn es ist ganz schön ja, nebelig sowieso, also man sieht nicht allzu viel. Und natürlich auch noch dunkel. Wie in einer sehr, sehr schnellen Achterbahn ausgesetzt. Zum Glück in sind wir wieder zurück. Halt, ne, bisschen Anlauf. 6G. Ja, besser. So ist das gut. So, dann gut Nächste, kleiner Piet. So, und schlafen. Gut, gut. Da sind wir. Hervorragend, wir sind ausgeschlafen. Und dementsprechend werde ich jetzt hier ein bisschen weiterbauen, denn die Stängel, dass sie hier so rumliegen, das gefällt mir eigentlich nicht so richtig gut. Und gut, wirklich eine Basis kann man dazu eigentlich nicht sagen, aber ist egal. Moment, meine Taschen erstmal leer machen. Oder beziehungsweise ein bisschen was ablegen. Das können wir sowieso wegschmeißen, oder? Nee, nee. Woher genau diese ich glaube, das hebe ich noch ein wenig auf. Ja, aber hoffentlich gehen wir hier mal rein. Das ist ja tierischen Ursprungs. Und was haben wir hier noch? Neue Pflanzen. Erleben diese intermolekularen Kräfte. Aber die müssen wir reparieren. Größe und, spüren wir na, die Fackel natürlich weil nicht. Sich gegenseitig so, aufhören, dann legen wir das hier auch rüber. Eigentlich schwache Gravitationskraft im Vergleich dominiert. Auch. Ein 5 mm so, großer kann ich Mensch ja jedoch da drauf könnte legen an einer senkrechten Wand wie eine Ameise hochlaufen. So. Aber es gibt nicht nur gute ich würde sagen, meine Kohle repariere ich noch nicht. Ich hätte sie eigentlich repariert. Aber er oder hatte ich sie sogar repariert? Das ist eine Moment, die wo sehe ich sehr ein anderes Problem, wenn wir über ein sehr großes nee, die hatte ich gar nicht repariert, genau. Ist, aber die geht noch ein bisschen, da ist noch was drin. So aus, als hätten verschiedene Tiere und da würde ich sagen, da warte ich noch eine Weile. Gut, ja, wir wollen ein bisschen bauen. Okay. Mit zunehmender Kleinheit schrumpft auch die Gehirnleistung. Nein, das ist es nicht. Nee, das ist Direktbasis. Ein solcher Winzling wäre ja, da muss ich mich auch erst noch richtig zurechtfinden. Was ist das? Der Saftsammler. So. Ja, das wird mir hier natürlich nicht erklärt. Oder? Für normal große Menschen ist die Oberflächenspannung. Nö, ich sehe eigentlich keine Erklärung. Aber wenn man winzig ist, wird sie plötzlich zur tödlichen Gefahr.
Naja, wenn ich komplett Inventar und so weiter aufmache, dann sieht man es auf jeden Fall. Was brauchen wir denn? Kiesel brauchen wir. Zwei Stück und grobes Seil. Grobes Seil müsste man noch herstellen können. Hatte ich jetzt noch nichts abgelegt, oder? Nein. Grobes Seil herstellen. Und können wir herstellen. Ui, richtig viel. Da werden wir mal ein bisschen mehr herstellen. Kleinsein hat viele Nachteile. Wie zum Beispiel Intelligenzschwund, permanente Nahrungssuche und die ständige Gefahr, selbst gefressen zu werden. Das sollte erstmal reichen. Moment. Dann. Ja, ja. Ja. Eine Eichelkappe brauchen wir natürlich auch noch. Und Krautstängel. Moment. Das wurde auch eben anders angezeigt, oder? Wurde das nicht eben anders angezeigt? Probieren. Und. Ach Quatsch. Ich wollte doch das hier bauen. Ah, okay. Zwei Kiesel. Alles klar, mein Fehler. Dann bauen wir den schon mal hier hin. So, wie sieht das am besten aus? So viel Platz verschwenden will ich auch nicht. Oder. Ja. Ich würde sagen, dass das Blatt mit der Seerose selbst drauf mache ich zu Lager und so weiter. Und bewohnbar sind hier dann wahrscheinlich die Blätter. Und ich schätze mal, das wird riesig, aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal das Ding hier bauen. Mit dem, was wir schon haben. Okay, zwei Kiesel jetzt noch. Hätte ich mal welche mitgenommen. Oder habe ich hier welche drin? Ich meine nicht. Nein. Habe ich nicht. Und da war auch nichts. Und da habe ich, glaube ich, noch nichts reingelegt. Nein. Gut. Moment, die Rüstung. Ich würde sagen, ich tue erstmal die Rüstung wechseln. Ja. Die ist zwar auch nicht mehr so genial in Ordnung, aber egal. Im Bein. Vielleicht nehme die. Sieht das aus? Verteidigung? Nö, ist auch nicht so gut. Nee. Das machen wir nicht. Ach, da sind sie. That should keep me safe. Safer. Gut. Dann sollte das jetzt erstmal okay sein. Moment, Essen. Essen habe ich was dabei, trinken momentan nicht. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt mit Freude trinken sammeln und Essen sammeln. Denn wir brauchen es. Es ist halt so. Wir können doch froh sein. Ja. Wir können ja froh sein, dass wir nicht noch viel mehr essen und trinken müssen. Das heißt, eigentlich müsste es ja sogar noch viel öfter sein. Und von daher, sagen wir mal damit zufrieden, wie es jetzt ist. Und meckern einfach nicht herum. So. Also, Tau sammeln. Auf geht's. Ach ja, und Kiesel natürlich, ganz wichtig. Aber erstmal trinken. Trinken. Und die Flasche füllen. So, wo haben wir denn hier Tau? Was? Ach, da bist du. Nö, dich brauche ich gerade nicht. Seht ihr Tau? Ich sehe gerade keinen Tau. Das ist nicht so schön. Aber das wird sich noch finden. Und diesmal auch rechtzeitig, bevor die Zeit abgelaufen ist. Da ist wirklich... Was? Da... Kiesel. Da haben wir aber erstmal einen Kiesel. Und liegt hier noch irgendwo einer? Nee. So. Da ist noch ein Kiesel. Zwei Stück braucht man. Nehmen wir mehr mit. Wenn wir finden, ja, da ist noch einer. Und wichtiger ist trinken. Komm schon. Nein. Nicht doch.
Da habe ich jetzt nicht so richtig Lust zu, mich mit einer Spinne zu prügeln. Moment, hier ist doch ein Trinkbecher, oder? Ja. Ja, da unten haben wir doch was. Ja, wenn ich jetzt dieses hier nehme, dann kann ich das... Nein, das muss ich direkt trinken. Denn die Flasche geht immer nur für ein Getränk. Das heißt, wenn ich Tau drin habe, dann ist nichts mehr mit Saft. Und andersrum natürlich auch. Dann belassen wir es dabei. Nein, ich brauche noch Tau. Ich will meine Flasche füllen. Los, komm. Wo ist der Tau hin? Da ist doch Tau. Wunderbar. Ah, du schon wieder. Na. Ah. Ja, ja. Na komm. Oh. Uff. Da ist er. Kommt schon. Ja, nicht. Eine Made, obwohl das ist eine gute Idee. Ja, eine Made. Dann hole ich mir noch eine zweite Trinkflasche, dann hat sich das Problem ja vielleicht gelöst. Hm? Moment. Let there be light. Wie, wo ist er? War ich so langsam? Na gut, erstmal Kiesel noch einstecken. Und den nehmen wir auch mit. Was? Wie soll ich die Fackel jetzt raus? Was? Nö, weg mit der Fackel. Aber hier höre ich da schon wieder eine Spinne. Ich habe da was rascheln gehört, aber nee. Sieht nicht so aus. Da. Ah. Komm schon. Ah. Oh ja, sehr gut. Okay. Jo, Madenhaut, Madenschleim und rohes Madenfleisch. Sehr schön. Und bloß Tau, 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 Tau. Tau. Ich brauche Tau. Da hinten sehe ich auf jeden Fall was. Na, ja, den hole ich mir. Den Tautropfen hole ich mir. Welcher ist es, der da? Oh, was? Wo? Oh, du schon wieder. Komm. Ja, ja, ja. Einmal erwischt er mich jedes Mal hier. Und ein zweites Mal sogar noch. Komm schon. Da habe ich auf den Angriff gewartet und der ist nicht gekommen. Ja, gut. So kann man es natürlich auch machen. Habe ich jetzt... ich habe das Wasser einfach nur getrunken. Nein. So war das nicht geplant. Gut. Nächster Tautropfen. Denn die zweite Trinkflasche möchte ich auch noch bauen. Da ist was. Da ist doch etwas. Was? Wo? Wo? Wo bist du? Da. Oh, komm, komm. Los. Oh. Los, erhol dich, erhol dich, erhol dich. Ja, ja, ja. So, du bist meins. Wo ist er? Da. Wie? Oh, ja, essen müssen wir langsam auch. So, jetzt die Trinkflasche. Die Trinkflasche. Gut, die 5. Was? Komm schon. So, schöpfen. Ja. Alles klar, für einmal trinken haben wir schon mal. Supi. Ne, noch normale brauche ich nicht. Einmal Madenhaut haben wir ja noch im Gepäck. In der Base. Aber ein Tautropfen will ich noch. Einer muss noch. Es sei denn, ich finde jetzt keinen auf die Schnelle. Wäre sehr schade. Hm. Ich muss essen. Ja, okay, okay, okay. So.
Ja, da kann ich nichts dafür. Den essen wir auch noch. Bringt nicht allzu viel, aber na gut. Tautropfen. Da ist einer. Sehr schön. Hier haben wir sogar zwei. Super, wie schade ist das denn? Da oben. Ach, dann trinke ich einen davon. Oh. Hey. Ach, so ist das. Aha. Na, klasse. Gut. Gut, dass wir da noch einen haben. So, komm runter. Okay. Und den will ich einsammeln. So, komm. Schöpfen. Ja. Okay, ab zur Base. Wo ist er? Da hinten. Da ist er. Ah, da ist er. Der ist nur im Boden verschwunden. Gut, dann trinken wir den. Okay. Gut, auf, auf. Lauf, kleiner Pete. Lauf. So. Ah ja, den nehmen wir auch mit. Ja, kann ich hier... Moment, dann müsste ich die andere Rüstung wieder anziehen, wenn ich den umhacke. Eine Axt ist aber auch fast kaputt. Na, nee, nee, nee. Nachher ist beim Hacken meine Axt kaputt. Dann habe ich das umsonst gemacht. Das lasse ich jetzt sein. Dafür muss ich die wirklich erstmal reparieren. Nicht so dramatisch. Das kriegen wir auch hin. Da ist Marienkäfer. Ich tendiere auf jeden Fall dazu, ich lasse den in Ruhe. Ja. Ducken. So. Das funktioniert richtig gut. So, lauf. So. Zum Glück kann er damit auch recht gut laufen. Das heißt, wir sind nicht eingeschränkt. Moment. Den... bauen hier. Gut, dann können wir das ja gleich darauf ablegen, oder? Mal gucken. Wie läuft das? Jo, probieren wir es. Ja! Sehr gut. Okay. Hoho! Gut. Dann... Na komm, achso. Ich hab's wieder mit E versucht. Nein, mit E nicht. Sondern einfach einlagern. Gut. Gras habe ich zurzeit keins. Nicht so dramatisch halt. Ich wollte doch... Genau. Die Trinkflasche. Da ist sie. Keine Werkbank. Nö, hätte ich gar nicht gebraucht. Mann, haut. Ach, drei. Ja, doch. Das ist ja praktisch. So. Ja, mit der Mannhaut. Da haben wir sie. Was? Ach, da hat die mitgezählt. Darum. Jo, dann machen wir uns doch auf den Weg, würde ich sagen. Aber vorher... Auch wenn es nicht so toll ist. Allerdings wird es nicht schlecht. Das ist praktisch. Bis ich dann auch richtig kochen kann, wo es möglicherweise dann... Ja. Möglicherweise dann länger haltbar ist. Aber so weit sind wir noch nicht. Komm. Ich muss langsam wieder auftauchen. Okay. Erstmal wieder hoch. Ja, ja. Ich werde sogar schon dran erinnert. Auch schön. Ah. So. Okay, das war jetzt vielleicht nicht so clever im Wasser. Da hätte ich doch umstellen sollen. Aber na gut. Jetzt eine Made. Ich brauche eine Made. Und dann buddelt sich hier keine durch. Da. Wo haben wir sie? Schaufel 2, yeah. Na. Und nicht wieder eine Larve. Ich habe schon zwei. Das war ja wieder so klar. Achso, das geht nicht im Verteidigen. Alles klar. So. Komm schon. Oh,
schon passiert. Noch viel besser. Gut. Allerdings fehlt mir jetzt immer noch die Madenhaut. Komm schon. Ich hätte so gerne Madenhaut. Nämlich. Nein, ich habe da noch. Oh, Marienkäfer wieder. Ja, sehr schön. Ja, die gefallen mir sehr gut. Die möchte ich eigentlich auch gar nicht verhauen. Wenn ich die tot finde, okay. Na. Ich brauche die Trinkflasche. Ich möchte das mitnehmen. Da. Kann ich im Laufen das eigentlich hier? Ach. Ach komm, nicht doch. Okay, sehr schön. Irgendwas habe ich richtig gemacht. Haha. Also weil der so schnell umgefallen ist. Dann wollen wir mal schauen hier. Nehme ich die auch gleich mit? Ja. Man kann nie wissen. Ein paar davon habe ich ja. Mit Tarantula lege ich mich heute nicht an. Nö. Nö, nö, nö. So. Ja, irgendwie laufe ich hier hin und her, aber das bringt irgendwie nicht den gewünschten Erfolg, finde ich. Muss mal überlegen, die Maden. Wo finde ich die am meisten? In der Nähe von der Eiche, meine ich, oder? Ja. Yeah. Da ist doch schon eine. Sehr gut. Was? Wie? Du kannst doch nicht. Ach, da. Kann doch nicht einfach abhauen. Ja. Los, die Keule her. Nehmen. So. Tut der uns was? Nein, da müsste doch die Musik laufen. Also passiert nichts. Ja. Okay, Moment, was ist das? Kann man das? Nein, kann man nicht mitnehmen. Ich bräuchte dich aber. Nein, das machen wir nicht. Nö. Nein, nein, nein. Marienkäfer werden nicht verhauen. Gut, dann. Halt, 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 halt. Ach, Jay, wo hast du schon wieder deinen Kopf? Also, wir können die Trinkflasche doch hier unterwegs herstellen. Würde ich sagen, das machen wir jetzt auch. Und. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Das war doch hier. Ja, Trinkflasche können wir herstellen. Ja, dann rüsten wir auch aus. Gut. Eigentlich müsste der kleine Pete hier mal was Anständiges essen, aber... Ja, Saft schöpfen. Gut. Einmal Saft haben wir. Und gucke ich mal nach dem zweiten. Das ist ja Limonade, oder? Moment, wir haben doch da... Das ist ein Saft, ja. Oder Eistee oder was weiß ich. Dann gucken wir mal hier. Aber das hatte ich doch erst getrunken. Doch, ist was da. So, mal gucken. Nee, das ist... Nee, das geht nicht. Nein. Soda, sage ich doch. Na gut. Das haben wir erfolgreich schon mal hingekriegt. Das ist schon mal schön. Ja. Dann... Mal gucken, wie das mit diesem... diesem Saftsammler funktioniert. Und müssen wir heute noch mal zum Vogel? Glaube momentan erstmal nicht. Ups. Und ups. Okay, gut. Der Saftsammler, wo ist er? Da nicht. Das ist ein Smoothie-Küche. Wasserbehälter.
Kann ich da mein Wasser reintun, was ich brauche, oder ist das der Wassersammler? Guck mal im Inventar. Komm ich hier raus? Ach ja. Nein, das geht nicht. Nur über Escape. Ah ja, interessant. Ja, meine Keule ist nicht mehr wirklich in Ordnung. Was soll ich sagen? Passiert? Achso, Inventar. Inventar herstellen, ja. Wo ist jetzt dieser Saftsammler? Wassersammler. Wasserbehälter. Genau. Der Wasserbehälter. Eichelschale, grobes Seil und Kleeblatt. Müssten wir eigentlich alles da haben? Dann der Saftfänger. Genau. So. Macht an saftproduzierenden Wurzeln und Ästen angebracht die Ernte leichter. Tja. Also bisher habe ich weder Wurzeln noch Äste gefunden, die irgendwas... ja, droppen. Also. Schauen wir mal, dass wir den hier noch schnell gebaut kriegen. Ja, das ist eine gute Sache. Das machen wir. Das müsste ja alles hier sein. Was? Nein, habe ich gar nicht. Wieso habe ich die nicht? Ich hatte doch... Wie habe ich das benutzt? Okay. Habe ich da eingelegt? Nein. Doch, da sind sie. Ja, ja, ich habe es so sortiert. Mhm. Alles klar. Ah, und da hatte ich auch die Kiesel. Ich habe sie doch da gehabt. Nein. Okay, also Material. Ja. Gut. Den packen wir uns mal dahin. Dann. Was war das doch gleich? Welche Schale? Ach nee, die Schale. Hatte ich die Schale jetzt auch da drin? Nein. Auf jeden Fall brauchen wir die nicht. Für den Saft haben wir da wiederum schon. Nochmal zurück. So. Eieiei. So, Saftfänger, nicht Sammler. Unkrautstängel. Tja, da habe ich bisher noch keinen gesehen. Oder ist Unkrautstängel das da? Das ist ein Unkrautstängel? Ja, Unkrautstängel. Kann man den auch analysieren? Inventar. Wo sehe ich den jetzt, bitteschön? Das? Tut mir Grasbrocken, nein. Kann ich den nicht analysieren? Daten, auch nicht. Wieso kann ich den nicht analysieren? Finde ich jetzt nicht fair. Weil immerhin sehe ich ja nicht einmal, dass er da ist. Das Gras konnte ich doch auch analysieren, oder etwa nicht? Das ging nur am... Ah, ja. Genau, das ging nur am Analysegerät selbst. So, hopps, darüber. Los, los. Oh, nein. Oh. Jetzt lässt das auch noch fallen. Piet, mach doch nicht sowas. Ich kann es nicht schnappen. Ich kann es nicht schnappen. Kann ich vielleicht da oben schnappen? Nö. Ich kann es nicht schnappen. Muss es ganz draußen sein, damit das geht. Komm doch. Nimm es mit. Ja, Mai, dann nicht. Upsa, nein. So. Dann hole ich mir halt einen neuen. Was soll's. So, diesmal ein bisschen besser. Darüber springen. Ja, besser. Besser, besser, besser. Ab zum Analysegerät. Ja, währenddessen würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, nehmt doch noch ein Abo mit, falls ihr noch nicht habt. Kommentiert, wie hat es euch gefallen mit der Dokumentation, dass ich mich selbst gedisst habe, weil ich was gesagt hatte, was nicht in Ordnung ist. Wenn es euch gefallen hat, dann vielleicht auch noch ein Like. Ja,
Und ansonsten analysieren wir jetzt erstmal hier. Ja, ich habe schon wieder Durst und Hunger. Genau, hier kann ich es analysieren. Stabile Tür, Stängelwand, stabile Stängelwand mit Fenster und Dreieckstängelwand. Alles mit Stängel. Ah ja. Gut. Gut, gut. So, essen und trinken muss ich. Okay. Geht nicht? Ah, wahrscheinlich muss ich dafür ablegen. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich lege das hier schon mal ab und dann geht es weiter. Ciao.